Sparen ist für mich Freiheit. Ja? Wenn ich Geld auf der Hinterhand habe, dann habe ich Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Dann kann ich meinen Arbeitsplatz kündigen, wenn ich plötzlich eine blöde Chefin bekomme. Dann kann ich umziehen, ja, von den Niederlanden nach Bamberg. Also das ist Freiheit, die ist wirklich unbezahlbar. Maren und Joost leben zu zweit in einer Einzimmerwohnung auf 30 Quadratmetern. So sparen sie viel Geld für Miete. Also ich bin Schwäbin, du bist Niederländer, wir sind beide katastrophal sparsam und für uns war das unglaublich schwer auszumisten. Wir sparen jetzt pro Jahr 5.700 gegenüber der letzten Wohnung. Bamberg. Mitten im Zentrum der Altstadt haben Joost und Ehefrau Maren gerade ein Apartment bezogen. Bestehend aus nur einem Raum. Der Schrank dient nicht nur als Vorratsspeicher, sondern zugleich als Raumteiler zwischen Schlafnische und Wohnbereich. Der Verkäufer und die Musiktherapeutin haben sich im Vergleich zur alten Wohnung noch einmal verkleinert. Wir sind so halb Minimalisten, halb Frugalisten. Wir wohnen auf 30 Quadratmeter, wo sich auch viele drüber erschrecken, wenn sie das mitkriegen, dass wir so klein wohnen. Es ist für mich kein Verzicht, sondern eine andere Lebensform. Frugalismus bedeutet, einen großen Teil des Einkommens zu sparen, um so früh wie möglich von den Rücklagen leben zu können. Maren und Joost träumen davon, so schon bald unabhängig zu sein. Dafür haben sie auch in Haushaltsgeräte investiert, die ihnen beim Sparen helfen. Den Sojamaker kannst du ja schon rausholen. Genau. Super. Jetzt machen wir Sojamilch. Erst auf lange Sicht zahlt sich die Selbstversorgung aus. Wir haben es ausgerechnet, ungefähr 2,5 Jahre kein Sojamilch kaufen. Im Discounter wird uns dann haben wir die Maschine zurückverdient. Aber das dauert echt eine Zeit. Brotbackautomaten geht viel schneller. Gesunde Ernährung ist den beiden wichtig. Deshalb verbringen sie gemeinsam viel Zeit an der Küchenzeile. Also hier haben wir zum Beispiel alles in Becher eingefroren. Ups. Das ist zum Beispiel tatsächlich Dinkel, eingefrorener Dinkel. Drin ist Tomatensoße. Das ist Tomatensoße. Das ist Eis, ne? Ja, wir haben auch gerade Hummus und einmal Tomatenaufstrich. Das ist über Nacht aufgetaut. In Bamberg arbeitet Maren an einer neuen Karriere. Zukünftig möchte die Musiktherapeutin ihr Geld als Online-Coach für Finanzfragen verdienen. Zur Vorbereitung investiert sie deshalb viel Zeit und Geld in Kurse. Hallo Maren, grüß dich. Markus lebt in Thailand und arbeitet als finanziell erfolgreicher Geldcoach. Maren will es ihm nachtun. Und ich finde genau das Thema Minimalismus und Sparen, das ist eigentlich der Haupthebel, was man verstehen muss, um finanziell frei zu werden. Dass man endlich mal aufhört, sein ganzes Geld jemandem anderen zu geben und das einfach mal behält. Erst 4 Jahre ist es her, dass Maren und Joost ihren Alltag komplett umkrempelten. Trotzdem zeigen sich schon Erfolge. Wir konnten jetzt durch den Minimalismus und durch unseren Lebenswandel wirklich anfangen, Geld zu sparen. Und was machst du dann mit dem Geld? Lässt er das dann auf dem Sparkonto liegen, wo du jetzt vielleicht sogar auch noch Strafzinsen irgendwann zahlen muss. Und da ist mir wirklich bewusst geworden, ich muss das lernen, was ich damit machen kann. Jeden Monat legt das Paar mindestens 1.000 Euro zurück. Oft schaffen es die beiden sogar, einen höheren Betrag zu sparen. Das waren die letzten 12 Monate, 1.650 pro Monat. Mhm. Ich denke, wenn wir jetzt die letzten 6 Monate noch mal ausrechnen würden. Gut. 1.508. Schön. Starke Leistung. Corona, Inflation und Krieg sorgen an den Börsen der Welt für Wirbel. Anleger bangen um ihr Geld. Doch Joost und Maren investieren weiter. Vor allem in börsengehandelte Fonds, sogenannte ETFs. Wenn man über die Langzeit sieht, sieht man so eine steigende Kurve. Und man darf eben nicht durchdrehen wie jetzt der Corona-Dip, weil wir sind nur in Aktien investiert, nicht in Anleihen. Ja, Anleihen gibt eine ganz große Sicherheit, aber ganz wenig Wachstumschance.
Auf teure Neuanschaffungen von Konsumgütern versuchen die beiden im Alltag zu verzichten. Lieber erwerben sie qualitativ hochwertige Waren gebraucht und benutzen sie so lange wie möglich. Perfekt. So, und super. Alles wieder okay. Super. Ne? Dankeschön, herzlichen Dank. Bitte, bitte. Also das ist jetzt schon das zweite oder das dritte Mal, dass ich die neu besohlen lasse. Und ich bin ganz glücklich, dass es ihn hier überhaupt noch gibt, weil es gibt ja nur noch so wenig Schuster. Und der versteht wirklich sein Handwerk und uns hat 25 Euro gekostet. Maren hat ihren alten Job endgültig an den Nagel gehängt. Nun arbeitet sie jeden Tag an ihrem neuen Online-Auftritt. Mit ihrem Wissen zu Minimalismus und Vermögensaufbau möchte die 47-Jährige zukünftig Geld verdienen. Die Entscheidung, den sicheren Job zu kündigen, fiel ihr alles andere als leicht. Das war schon eine harte Periode, auch so finanzielle Entscheidungen zu treffen. Ne? Ich gebe jetzt mal 3.000 Dollar aus für so einen Kurs und jetzt habe ich noch mal 1.000 ungefähr bisher für andere, kleinere Kurse ausgegeben, um zu investieren in mich, um zu investieren in unsere Zukunft. Ja? Auch Jost arbeitet inzwischen von zu Hause aus. So sind beide gleichzeitig im Homeoffice. Er im Kundenservice, sie als Online-Coach. Der neue Alltag stellt die Geduld der beiden auf eine harte Probe. Das ist schon eng, weil wir können zwei Räume haben, ist jetzt... Also das ist schon manchmal anstrengend, freundlich gesagt. Und jetzt ist teilweise so, dass ich dann auch gerne rausgehe eine Runde, wenn Jost noch am Telefon ist. Ne? Und dass der dann auch gerne dann auch mal die Mittagspause alleine draußen verbringt, also dass wir so einen Ausgleich haben. Marens neues Business läuft gut an. Die meisten sozialen Kontakte pflegt sie online. Gleichgesinnte findet sie dort leichter als im realen Leben. Der persönliche Austausch untereinander ist eng. Wie geht's dir denn heute? Mir geht's super. Also es steht nichts mehr da, wo es vorher war. Ich habe alles auf längs gedreht, aber komplett. Ja. Also ich fühle mich wirklich befreit von unnötigem Ballast. Anders als viele Menschen konnte sich Maren freiwillig für ein Leben ohne viel Besitz entscheiden. Dies ist der 47-Jährigen durchaus bewusst. Sparen ist für mich Freiheit. Ja? Wenn ich Geld auf der Hinterhand habe, dann habe ich Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Dann kann ich meinen Arbeitsplatz kündigen, wenn ich plötzlich eine blöde Chefin bekomme. Dann kann ich umziehen, ja, von den Niederlanden nach Bamberg. Also das ist Freiheit, die ist wirklich unbezahlbar. Bei aller Liebe zur Sparsamkeit, die Frugalistin Maren hat ein Faible für schöne Dinge, insbesondere Kleidung. Die Zeiten, in denen sie loszog, um zu konsumieren, sind trotzdem vorbei. Von den meisten Läden kennt sie deshalb nur die Schaufenster. Wenn ich Window-Shopping gehe für Klamotten, gucke ich am besten zu Hause erst noch mal Maren, was hast du schöne Dinge? Und jetzt kann ich auch wirklich so gucken, ach Mensch, was gibt's Schönes? Da gibt's Frida Kahlo, die liebe ich. Aber ich würde das T-Shirt jetzt nicht kaufen, weil ich mir versprochen habe, dass ich jetzt nichts kaufe. Und weil ich meine Langzeitziele im Blick habe, ich will Geld anlegen in ETFs, ich will mein Geld für mich arbeiten lassen. Denn das Langzeitziel der beiden ist nach wie vor, flexibel zu arbeiten und früher in Rente zu gehen.